Pietro Lombardi hat es vorgemacht. Mit seinem Mega-Hit Señorita füllt er die Clubs und hat mit dem Rapper K1 nicht nur Gold, sondern auch Platin erreicht. Mehrere hunderttausend Mal wurde dieser Song gekauft. Ich hatte Staub auf meiner Seele, und meine Augen waren sau. Euch allen eine gute Nacht und bis morgen, euer Peace. Nun ist Sarah Lombardi auch auf den Geschmack gekommen und nach einer sehr langen Musikpause möchte sie nun auch wieder Musik machen. In einer kurzen Videonachricht richtet sie einige Worte an die ganzen Fans. Ein Cover vom Song gibt es bereits und der Trackname steht auch schon. Genau hier heißt der Song. Für all die Fans gibt es in der Beschreibung den Link zum Song. Draufklicken und genießen. Meine lieben Mäuse, ich bin so mega krass aufgeregt, weil ich es endlich sagen darf, dass am Freitag meine Single genau hier kommt. Und ihr habt das Lied schon gehört, denn ich habe es mal so ganz versteckt für euch gesungen auf Instagram und Facebook. Vielleicht findet ihr es ja noch. Ich lade es gleich nochmal hoch. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ob es euch gefällt und wie ihr die neue Sarah findet. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich keine Sekunde bis jetzt bereut habe, meine Haare abgeschnitten zu haben. Es fühlt sich an, als hätte ich so viel Ballast von meinen Schultern geschnitten. Und ich war mir echt in der letzten Sekunde so unsicher, soll ich es wirklich machen oder soll ich es vielleicht doch nicht machen, weil meine Haare waren mir echt extrem wichtig und die habe ich schon gezüchtet, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Aber es ist eben vorbei, die Zeit, wo ich ein kleines Mädchen bin, sondern jetzt bin ich Mama, ich bin erwachsen, ich stehe im Leben, ich habe sehr viel erlebt die letzte Zeit, bin sehr viel stärker dadurch geworden und auch dank euch, weil ihr mir echt immer sehr, sehr viel Kraft und Zuspruch gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, für so einen Neuanfang gehört es einfach. Und deswegen war es für mich an der Zeit, wirklich zu sagen, ich trenne mich von meinen langen Haaren, um wirklich zu sagen, ich mache einen Neuanfang, einen Schnitt und einen Cut und komme zurück als neue, starke Sarah für euch. Und noch eine ganz kurze Zwischeninfo für euch. Henry ist immer noch da und ihm geht es scheinbar sehr gut. Eure Meinung ist gefragt. Wer freut sich auf den neuen Song von Sarah? Und soll sie mit Pietro wieder einen Song machen? Lasst uns gemeinsam diskutieren und abonniert Check the Celeb, um nichts mehr zu verpassen.